So, liebe Freundinnen und Freunde, Samstag, 7:15 Uhr, Nachrichten vorbei. Ich habe keine Ahnung, was heute in den Nachrichten war. Hier war es auf jeden Fall die letzten 2 Stunden regnerisch, vorher ziemlich warm. Genau, wir machen heute die Ausgabe 155, nee, Schmarrn, 55. Nicht 155. Ja, aber ist auch keine schlechte Zahl. Nummer 55. Spielen habe ich mir gedacht, ich habe letzte Woche nicht so viele Lieblings-Record Store Day-Stücke geschafft. Deswegen mache ich da zuerst mal weiter, spiele ich euch einige Highlights von dem Record Store Day, der letzte Woche war. Und dann noch auch ein paar von den neuen Sachen und alt und neu, so wie immer. Was kann ich noch sagen? Ja, wahrscheinlich oder sehr wahrscheinlich ist das unsere letzte Sendung quasi oder Ausgabe vor der Sommerpause. Unser Regisseur ist ja dann ein paar Tage in Schweden und wahrscheinlich bin ich dann vielleicht gegen Ende August, wenn die Situation in Griechenland sich nicht verschlechtert, auch für 10 Tage weg. Also dann machen wir einfach eine schöne Sommerpause. Ihr braucht sie ja auch, denke ich, oder? Und fahrt vielleicht irgendwo hin. Man kann ja eh bequem alle alte Ausgaben doch bei YouTube sich reinziehen, wenn es doch Entzugserscheinungen sich zeigen, ja. Genau. Ja, ich denke, fangen wir an. Eine der schönsten Record Store Day Ausgaben. Jedes Jahr gibt es bei Mr. Bongo die Single Box mit brasilianischen Klassikern. Dieses Mal zusammengestellt von DJ Maki oder so heißt der, glaube ich, oder? Wie war das? Naja, irgendwo steht es drauf, ja, genau. Und darauf sind einige unglaubliche, großartige Sachen. Markus Walle mit Os Krylos zum Beispiel, aber auch dieses phänomenale George Benn, Take It Easy, My Brother Charles. Und genau das hören wir nämlich. Das ist sowas von grandios. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Pois a rosa é uma flor, a rosa é uma cor, a rosa é um nome de mulher. Rosa é a flor da simpatia, a flor escolhida no dia do primeiro encontro do nosso dia com a vida querida, com a vida mais garrida. Take it easy, Charlie. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Depois que o primeiro homem maravilhosamente pisou na lua, eu me senti com direitos, com princípios e dignidade de me libertar. Por isso, sem preconceito, eu canto a fantasia, eu canto o amor, eu canto a alegria, eu canto a fé, eu canto a paz, eu canto a sugestão, eu canto na madrugada. Take it easy, my brother Charlie, pois eu canto até a minha amada, esperada, desejada, adorada. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Take it easy, my brother Charlie. Charlie. Take it easy, my boy. Take it easy, my brother. Take it easy, my friend. Take it easy, meu irmão. Olha, olha como o céu é azul. Olha como é verde o mar. Olha que sol bonito, Charles. Take it easy, my boy. Take it easy, my friend. Tenha calma, meu amigo. Take it easy, meu irmão.
schönes George Ben aus der von DJ Marky zusammengestellte Brasil 45 Mr. Bongo. 5 klasse Singles, mal 2, also 10 großartige brasilianische Klassiker. Trio Mocoto ist drauf, Som Tres, Pepeto, Joyce, Alice Regina, Orlandivo. Großartig und wenig Geld. Hier haben wir den Katalog von der Ausstellung, die gerade im Münchner Stadtmuseum, genauer gesagt gestern eröffnet worden ist, über sozusagen die Clubkultur seit dem Zweiten Weltkrieg in München. Und da wurde gestern sozusagen das präsentiert. Es gab dann auch so eine Art Feier oder Party mit DJ Hell, der ja zu dieser Clubkultur sicher gehört. Den Katalog, den gibt es auch bei uns. Das lohnt sich für nicht nur die Münchner. Zweite Lieblingsplatte aus dem letzten oder Teil, Record Store Teil Nummer 2 vom letzten Samstag. Candy Stetten Sampler mit ganz frühen, früher so 50er oder 60er bis 70er Fame Sessions. Das Tolle an unter anderem an LP-Ausgaben ist ja, man dreht die Platte um, dann gibt es diesen Liner Notes und in ein paar Zeilen weiß man das meiste, was man wissen muss. Zum Beispiel, dass Candy schon sehr jung, die ist 1943 geboren, schon Gospels gesungen hat, wollte eigentlich schon mit 17, hat sie der Lou Rawls, wollte sie auf die Tour mitnehmen, aber die Mutter von Lou Rawls hatte was dagegen. Er meinte, das Mädchen soll lieber nach Hause gehen. Naja, und dann war sie sehr bald verheiratet und hatte in 7 Jahren 4 Kinder bekommen. Irgendwann hat dann ihr Bruder gemeint, du hast so eine tolle Stimme, ich will, dass du in einem Club mitgehst und da vorsingst. Sozusagen. Sie hat dann ausgesucht, eine Aretha Franklin, To Write Woman, To Write Man. Und da wurde sie zum Beispiel unter anderem von Clarence Carter gehört und entdeckt und dann ging die Karriere los. Sich getrennt und Clarence Carter geheiratet. Na, ist auch nicht schlecht. Ja, genau. Und aus dieser Platte hören wir To Write Woman. Muss ich nur hier das wegtun, damit ich den Regler hochfahren kann. Genau. Oh, das war der Schluss von dem anderen Stück. To treat a man right. Don't go to clubs, stay at home every night. You're the kind of man that likes to run around, chasing after every little girl in town. They couldn't have brought us together. You know it can't be true.
Genau ist das leiser geworden. Nee. Candy Stetten, To Right Woman, Records Today Ausgabe mit raren Aufnahmen aus den Fame Sessions. Unter anderem zum Beispiel auch eine schöne Coverversion von Dolly Partons Jolene ist drauf. Auch ein toller Song. Ja, kein Records Today Reissue, aber ein ganz tolles Reissue. Die Solo oder das Album von Ronnie Lane and the Band, oder seine Band hieß Slim Chance. Ronnie Lane kennen wir ja unter anderem von den Faces, Small Faces und diesem Umfeld. Aber dieses tolle Album hat er in den 70ern gemacht, genau. Und ich habe hier das Stück ausgesucht, Roll On Babe. Vielleicht kann sich der ein oder andere erinnern, wir hatten irgendwann, als dieses letzte Yolandengo Coverversion Mini-Album gegeben hat, hier vorgestellt und genau die Coverversion gespielt. Und jetzt hören wir den Meister selber, Roll On Babe, Ronnie Lane. Das war Ronnie Lane, Roll On Babe. Das Album Anymore for Anymore heißt das, gerade eben wieder veröffentlicht. Genau. Dann ganz neu draußen, seit gestern im Prinzip, ein neues Paul McCartney Album
Wer glaubt, dass er sich ein Paul McCartney-Album hier vorspielen will? Nichts gegen Paul McCartney, aber immer ein John Lennon-Fan. Und ich glaube schon, dass er ganz großartig ist. Hat jetzt hier sozusagen sehr viele Leute aus dem sogenannten Indie-Bereich eingeladen, seine Songs zu interpretieren oder zu produzieren oder mitzumachen, wie auch immer. Und die Namen, das ist wirklich ein Who is Who, Crew & Bean zum Beispiel, Beck, St. Vincent, Blood Orange, Phoebe Bridges, Damon Albarn, Josh Homme, Anderson .Paak. Ja, die Wahl ist sozusagen für mich gefallen auf Crew & Bean. Interpretieren und der Meister spielt ja mit seinem Bass und macht irgendwas noch dazu. Pretty Boys oder Pretty Boys heißt es. Yeah.
logischerweise bei dem Song spielt ja Paul McCartney kein Bass, weil wir haben ja hier die Laura Lee, die Bassistin, aber er singt Pretty Boys aus dem neuen Album. Genau, ebenfalls ganz neu draußen, aber alte, legendäre Studio One-Aufnahme via Soldiers Record London, wieder erhältlich ein Klassiker von James Brown, Brentford All Stars mit Greedy G. Allstars mit Greedy G als 12-Inch wieder veröffentlicht von Soul Jazz, Original Studio One. Auf der B-Seite ist, glaube ich, ein Dub von Dub Specialist. Ja, so ist es. Apropos Dub, die nächste Dub-Platte liegt auf Blitz Rats Label, betreibt Deadbeat, oder? In Berlin. Dub Conference Teil 1, Applebeam mit Shackleton und Dubbeat veranstalten hier die Dub Conference Nummer 1 und wir hören ja am liebsten eben den Dubbeat Remix, der Kanadier, der in Berlin
lebt und arbeitet. Thank you.
high. You know those stakes is high. Stakes is high. You know them stakes is high. The Instamatic for the point, bringing damage to your bubble. We some brothers from the east with a beast that be double. Run solar gravitation, I'm bound to pull it. I get down like brothers are found, ducking from bullets. Gun control me, using both hands in my land. And it's all about cautious living. My great higher form of consequence. Compliments, struggling, shouldn't be noble. Every word said, quality is supportable. I'm sick of bitches, sick and nasty. Sick of talking about blood, sick of Versace glasses. Sick of slang, sick of half-assed award shows. Sick of name brand clothes. Sick of R&B, bitches over bullshit tracks. Cocaine and cracks, bringing sickness to blacks. Sick of swole hair rappers with they sick and raps. Clappers and gas, making the whole sick world collapse. The fact is getting sicker, even sicker perhaps. I stick a push to make it to escape the snap. Hey, yo, life can get all up in your ass. Baby, you better work it out. Let me tell y'all what it's all about. See, and not consider equal. Media has my right to my people. Wasting time scheming who they hated. No one in the tumble. Officially everybody. With the love. Come on, y'all. Vibration. The stakes is high. You know them stakes is high. When we talk about the love, we mix it up with a little vibration. Come on, stakes is high. You know them stakes is high. When we dealing with the love, hey, mix it up with a little vibration. Come on, stakes is high. Listen, yo, it's about the loving of cause, loving of funds, loving to love mass sex, loving to love guns, love for opposites, love for fame and wealth, love for the fact of no longer loving yourself. We live in these days of man-made ways, see every aspect is vivid. These brothers no longer talk shit. These niggas living, about to give it to you 24-7 on a microphone. Plug one, translating the zone. No offense to a player, but we don't play. If you take offense, fuck it, gotta be that way. We drop it like this, that's all I got to say. It's about the love, y'all. Check it out, we'll be talking vibrations. Come on. Stakes is high, y'all say. You know what I'm saying, y'all say, man. Love. Say it, man, come on. Vibrations, come on. Stakes is high. I want everyone to stand up for Dilla when we talking about the love. Come on, y'all. Vibrations, come on. Stakes is high. All we're gonna do right now is talk about a little love. Mix it up with a little vibrations. Come on, stakes is high. You know them stakes is high. Come on. Love. Hey. Vibrations, come on. Stakes is high. Why don't you give it a try when we talking about the love? Vibrations, come on, stakes is high. My dude Stubbardale, come on, we gonna love everybody tonight with vibrations. Come on, stakes is high. You know the stakes is high. Keep it going, keep it going. Vibration. Stakes yeah, is high. Yeah, yeah. Keep it going, y'all. Come on, y'all. Vibration. We need your help. We need your love, y'all, tonight. Come on, we get up. Hey, vibrations, come on. I don't hear you. Stakes is high. You know them stakes is high. With a little vibrations, come on. The stakes is high. You know them stakes is high. Come on, stakes is high. Everybody know them stakes is high. Don't be shy. Ihr habt es gehört, Stakes is High. De La Soul hat es bekannt gemacht, oder? Stakes is High. Aber von Tribe Called Quest, oder? Der Song. Bin mir nicht mehr so sicher. De La Soul, okay. Ja, stimmt. Ja, das war auch eine Record Store Day Wiederveröffentlichung aus der Serie Mozilla Presents Timeless. War vor 10, 11 Jahren ursprünglich, glaube ich, mehr oder weniger, um einigen Leuten zu würdigen, die ganz einflussreich für die Hip-Hop-Szene waren. Das war zu Ehren von Jay Dilla, der sehr jung gestorben ist. Es gibt eine Folge über Mulatu, die ist auch wieder veröffentlicht, und eine, glaube ich, Arthur Verosai, Produzent und Arrangeur aus Brasilien, alle drei jetzt wieder veröffentlicht und für normale, sage ich mal, Geld zu haben. Vorher waren sie im Netz sehr teuer. Apropos Arthur Verosai, genau dieser Mann hat mit dieser Band hier, wie heißen die nochmal? Hiatus? Gottes Willen, kann ich.
Hiatus Coyote oder Coyote, genau, aus Australien, Melbourne, haben Artur Verosai mehr oder weniger dazu gebracht, mit denen einen Song aufzunehmen, wo er ja auch alles andere besorgt hat, Arrangement und Produktion und so weiter. Das war sozusagen auch die erste Single von dem neuen Album nach über 6 Jahren. Der Song heißt Get Sun, wo auch Artur Verosai mitmacht, in Rio aufgenommen. Ich habe vorhin nachgelesen, es hat auch so lange gedauert, weil eben die Musikerin, die, wie heißt die nochmal, irgendwas mit Name, um Gottes Willen, Nai Palm, genau, zwischendurch sehr krank war, operiert werden musste und inzwischen geht es ihr sehr gut und hat dann auch dem Album eine andere Richtung gegeben. Es groovt sehr schön und wir hören Get Sun mit Artur Verosai, Hiatus Coyote oder so ähnlich.
Titus Coyote neues Album auf Brain Feeder Records erschienen. Auch ganz neu draußen auf dem tollen Mellow Music Group Label. Neues Album von den Rapper Laurence und Nami Blade. Imaginary Everything heißt das Album, genau wie der erste Track, den wir hören. Black and I know a lot of niggas hide their hand, I go devise a plan. My network more than my network, I've been dividing land. Sick of keeping this weight up on me, I'm eating out. A lot of niggas got messages, what you rap about. The scene is seen in these movies, you niggas acting out. Ain't no passing my passion, rap till I'm passing out. I dropped my jewels on the city, niggas was dropping dimes. Never pressed by no pressure, my presence stopping time. I need a dollar for all the rappers I should have killed. If I could count it all day, it's probably worth a meal. Shotgun, hold it down, where we at? Yeah. Oh, shotgun, hold it down, where we at? Hold it down. I just wanna start a flame in your heart, no Kindle, baby. I'm talking boombox outside your window, baby. Keep it smooth, yeah, yeah. I had a dream, I had the world in my palm. Yamamoto on my back with something nice on the arm. I just bought a Model 3 and put some things on that beach, It's funny how the options seem to change when you rich, It's funny how the toxins do your brain when you lick. I had to slide on the dock, I had to die in a ditch. Came back a wrinkle in time, I put a crease in my forces, I had my nose to the ground. But Hollywood bought the voices, I used to wonder would I get my mojo, or would I watch my world get bizarre like JoJo. Life drag on, the last tour was a shit show. Fans ain't even hand clap at the tempo. I hit them with the shotgun, hold it down, where we at? Yeah. Shotgun, hold it down, where we at? Hold it now. Ow. It's simple, baby. I ain't trying to run amok in your temple, baby. Das war Imaginary Everything von Laurence und Nami Blade. Neues Album auf Mellow Music Group. Genau, wir machen weiter. Ein Sprung nach Südafrika. Die Platte habe ich ja vor ein paar Wochen via Honest Jones aus England bekommen. The Beaters aus Südafrika. So eine 60er, 70er hauptsächlich tätige, kann man sagen, Jazz-Combo. Dieses Album heißt Harari, ist 1975 erschienen und ist jetzt das erste Mal wieder veröffentlicht auf dem tollen Majuli Records, was wir ja immer wieder hier auch vorgestellt haben. Und hören zuerst mal hier den zweiten Song, der heißt Love, Love, Love. Do you know how much I love you, girl? Do you know I love you, girl? Love, love, love.
much I love you, girl. Do you know how much I love you, girl? Love, love, love. Love, love, love. Love, love, love. Love, love, love. Do you know how much I love you, girl? Do you know how much I love you, girl? Do you know how much I love you, girl? Do you know how much I love you, girl? Love, love, love. Love, love, love. Mit Love, 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 eine seinerzeit sehr populäre Combo in Südafrika und umgebende Länder. Zum Beispiel so Leute wie Percy Slates oder Tammy Thomas und Wilson Pickett haben die immer, wenn sie da getourt haben, zum Beispiel 1970 steht hier in Südafrika, immer als Vorgruppe gehabt, weil es dann garantiert volle Sälle oder Stadien bekamen. Jo, ganz was anderes jetzt. Eine ganz, ganz strenge Platte von der großartigen Alice Coltrane ist wieder veröffentlicht zum 60. von Impulse Records. In den 80ern, ja, ich meine, da, was soll man über Alice Coltrane sagen? Ja, das ist sehr viel. Ja, deswegen lasse ich das mal alles klar. In den 80ern wurde sie tief religiös und lebte in einem Ashram in der Nähe von ihren Gurus und machte Musik auf der Orgel und sang dazu.
Und das ist unglaublich. Und so hört sich das an. Wie heißt das irgendwie? Jai Ramachandra. Das wurde alles ursprünglich auf Kassetten aufgenommen. Es gab vor ein paar Jahren ein sogenanntes Bootleg. Und jetzt macht Impulse eine sehr schöne Ausgabe, Clubcover, auf zwei LPs verteilt, mit sehr schönen informativen Booklet. Also streng, aber es lohnt sich. Roger Rama,
Victoria Sings, Alice Coltrane. Schön gesammelt auf ein Doppelalbum, die Kassettenaufnahmen. Laufi, hast du die? Auf Impulse Records, aufgrund auch des 60-jährigen Jubiläums. Sehr schöne Ausgabe. Strenge Platte, aber schön, allein mit der Orgel. Ja, ebenfalls untypisch finde ich für einen eher bekannten Techno-Produzenten wie Regis, aka Carlo Connor, das neue Album The Floor Will Arise hat aufgenommen auf dem 2019 alten Theater in Epidavros auf Peloponnes. Ihr kennt ja dieses Theater mit der phänomenalen Akustik oder davon gehört vielleicht. Im Prinzip braucht man mal keine Verstärkung, wenn man da Musik macht oder Theater spielt. Genau, und jetzt hat er hier einen Auftritt gehabt, hat unter anderem zum Beispiel ein Schulchor aus Korfu eingeladen. Und machen, so nennt sich das auch hier, ein Soundcheck-Instrumental, variieren und spielen einen Lou Reed-Song, oder ja, es ist instrumental, Temporary Thing. Das Ding ist jetzt erschienen, genau. Regis kennen ja eh die Fans elektronischer Musik sicher. Bekannt, glaube ich, ist er geworden, weil er bei Todmacher von DJ Hell einen Remix gemacht hat vor 20 Jahren, 25 Jahren, keine Ahnung, wie lange das so her ist. Ja. Er macht ja nach wie vor Musik mit seinem Partner Sergeon auf dem eigenen Label, wie heißt das nochmal? Downwards Records oder so ähnlich heißt das, steht irgendwo. Downwards Records, genau, Birmingham. Jo, wir hören das, finde ich ziemlich gut. Thank you.
ein Lou Reed Song, auf jeden Fall. Live in Ibiza Bros 2019, aber erst jetzt rausgekommen. Dieses eigentlich hörenswertes Album, würde ich sagen. Sind einige auch ein oder zwei richtig Techno-Tracks drauf. Sonst experimentellere Natur, sonst bei Regis. Ja, die nächste Platte habe ich schon länger in den kleinen Koffer hinter mir oder unter mir, will ich so länger spielen. Es ist ein Soundtrack, heißt Lucky Man. Billy Bank ist der Lucky Man, sozusagen die Figur, eine Dokumentation sozusagen über diesen. Billy Bank war ja ein Jazz-Violinist, der in den Südstaaten geboren, aber in New York aufgewachsen, in Harlem. Sehr früh Musik gemacht, auch, glaube ich, zumindest drüben bekannt, mit Sam Rivers gespielt, später sogar in seinen letzten Jahren auch sogar mit William Parker oder Sandra und so weiter. Der musste in den Vietnamkrieg 1900 oder in der Mitte 60er, und da wird hier eine sehr unglaubliche Geschichte erzählt in den Liner Notes. Und zwar der Regisseur der Dokumentation dieses Films über Billy Bank schreibt eben, dass Billy Bank war dann in Vietnam angekommen, in der 1. Infanterie Division, musste gleich in Hubschrauber Einsatz und hat gleich ein Massaker erlebt an der kambodschanischen Grenze und wollte aufhören, zurückgehen. Dann hat sein über ihn Offizier stehende einfach gesagt, klar, das geht in Ordnung, du kannst, hat ihm gesagt, nee, du hast zwei Möglichkeiten, genau. Du kannst entweder zurück in die Schlacht oder 6 Monate im Gefängnis und dann in die Schlacht. Das war klar, was er ausgesucht hat. Ja, dann hat er sich, hat sich nicht erholt von dieser Hölle eigentlich. Und irgendwann hat er eben die Möglichkeit bekommen, weil er das immer wollte, wieder zurück in diese Gegend zu reisen und auch Leute zu treffen und mit denen auch Musik machen. Und der Regisseur hat ihm sozusagen diese Möglichkeit noch gegeben und hat ihn dabei gefilmt. Ihr habt den Film noch nicht gesehen, aber die Musik klingt fantastisch. Und er sozusagen trifft Leute dort, mit denen er Musik macht. Und ich habe jetzt hier ein Stück ausgesucht, was er mit der Hanoi Symphony Orchestra aufgenommen hat. Mystery of the Mekong heißt der Song oder der, und hört sich so an. Alles sehr traurig, aber sehr toll eigentlich. Thank you.
muss ich leider ein bisschen verkürzen, weil die Zeit läuft uns ja davon. Aber es ist ein ganz großartiger Soundtrack, ganz unglaubliche so Begegnungen, auch viel vietnamesische Folklore mit ihm zusammen und hier das Hanoi Symphony Orchestra. Der Soundtrack zu Lucky Man, Billy Bang, erschienen bei BBE Records. Ja, apropos Soundtrack, auf dem Label Le Trash Jazz Club, Polydor Reissues, ein ganz großartiger Soundtrack von Marion Brown, eines Films von Marcel Camus, Le Temps Fou oder so ähnlich. Ihr wisst ja, mein Französisch ist exzellent. Ja, das war die Zeit, wo sehr viele amerikanische, afroamerikanische Jazzer nach Frankreich, nach Europa gingen, hauptsächlich nach Frankreich, und dort dann den französischen neuen Film also mitgemacht haben, Filmmusik geschrieben haben. Miles Davis, Art Blakey, Thelonious Monk, die Liste ist riesig. Hier Marion Brown, gerade wieder veröffentlicht. Wir hören das Thema und es ist wild, wie man erwarten kann von Marion Brown. Verrückten Zeiten. Kennt jemand den Film? Bin ich sehr neugierig.
Also zumindest unter dem Titel sagt mir das nicht. Marcel Camus kenne ich, klar, aber und wusste überhaupt nicht von diesem Soundtrack. Es ist eine große Freude für mich, weil ich so Fan bin. Genau, Original ist sowieso unbezahlbar. Dafür ist die nächste Originalausgabe gut bezahlbar, weil es das neue Album nach über 10 Jahren von Annika, Chains heißt das, Deutsch-Engländerin, die in, sage ich mal, Umfeld von Portishead musiziert und mit den Leuten viel gemacht hat. Das neue Ding heißt eben Chains und was ist hier? Silver Vinyl haben wir auf dem Teller und Finger Pies werden wir hören. Question. Cool, please. Just for a minute. Just for a minute. Just for a minute. Über 10 Jahren oder so, neues Album von Annika, immer noch auf dem Invada-Label, genau. Neues Album, das dritte von Goonsax, eine australische Band, bei der zum Beispiel Louis Forster spielt und singt. Produziert von John Paris, der auch mitmacht. Und
ausgesucht haben wir Psychic. Sachs neues Album, die Band sozusagen von Louis Forster, der übrigens der Sohn von Robert Forster ist und aufgewachsen in der Straubinger Regensburger Gegend und aufgenommen alles in London mit John Parrish. Jo, jetzt kommen wir zum letzten Stück. Genau, die Hamburger Band, Bacau Rhythm and Steel Band, hat ein neues Album draußen. So sieht das aus und es heißt Expansions. Auf dem Album ist auch die B-Seite dieses Single und ich spiele das von der Single runter. Das Stück heißt I Need Somebody to Love Tonight. Wir hören das und dann tun wir uns verabschieden. Also Bacau Rhythm and Steel Band.
gute Sommernummer, gute Sommerplatte, kann man richtig gut hören. Ja, so sind wir am Ende der Folge 55 angelangt. Für die, die vorhaben, Ferien zu machen, wünschen wir ja schöne Ferien. Falls ihr noch nicht wisst, was ihr dabei zum Lesen mitnimmt, okay, das ist ein bisschen dick, aber macht Spaß. Denken Hannah, A Dive heißt das, Tagebuch der 70er, ein Künstler, der inzwischen klar in New York lebt, aber aus der Provinz in den 70er nach New York fährt und genau in die Szene gerät, um Andy Warhol, Patti Smith, Ramones und den ganzen Kram. Und er hält alles fest, schreibt, was er erlebt und es macht großen Spaß, das zu lesen. Man kann irgendwo reingehen, also das ist ideal eigentlich für Ferienzeit. Und man kennt viele der Namen, die auftauchen, weil die eben Kunstzusammenhang und Musik kennen. Ja, sonst wünschen wir euch alles Gute. Danke, dass ihr zu uns immer so nett seid und es mithört und immer wieder Sachen auch bestellt. Genau, passt auf und wir melden uns, wenn es weitergeht. Aber ich denke, August, genau, ist wahrscheinlich Live-Session frei. Der Laden ist aber geöffnet. Es gibt viele neue Platten. Zum Beispiel habe ich, wollte ich noch hinweisen, kam ja nicht dazu zu spielen, mindestens ein Drittel steht noch da. Neues Darkside-Album, also das Nicolas Jaar Projekt. Apropos Nicolas Jaar, sein erstes Soloalbum ist gerade als eine sehr wertige Doppel-12-Inch-Version erschienen. Klingt fetter als das alte. Zum Beispiel Jean Delay ist wieder nachgepresst und reichlich vorhanden. Heute kam auch wieder die neue Skimmask rein, also die war jetzt ein paar Tage aus. Es gibt ganze Menge schöne Platten auch für den Sommer, wenn ihr in München bleibt. Also, macht's gut und alles Gute. Bis bald.